Ernst Hinterberger. Mein Thema waren, sind und werden bis auf wenige Ausnahmen immer nur die sogenannten kleinen Leute sein. Jene, von denen Ernst Petzold sagte, sie seien solche, die keine Stimme haben, weil sie, abgesehen von Wahlen, bei denen sie oft genug von den Politikern getäuscht werden, nicht zu artikulieren vermögen. Kleine Leute. Sie sind in jedem Land die Mehrheit, schaffen das, was man Sozialprodukt nennt, rackern sich ihr Leben lang ab und müssen noch froh sein, wenn sie das überhaupt dürfen. Denn wir haben gerade jetzt wieder eine Zeit, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, Arbeit zu haben. Kleine Leute, das sind die, deren ohnehin meist bescheidenen Wünsche sich fast nie erfüllen und die für die sogenannten Großen nur Material und Stimmvieh sind, Leute, auf die man herabsieht, deren Unbildung man belächelt und die, welche man nicht ernst nimmt, weil sie letztlich ja doch nur leicht knetbare Masse sind, der man selbst Dinge und Verhaltensweisen einreden kann, die für sie bloß Schlechtes bringen. Zwar war es früher sehr viel schlechter für die Kleinen, hat sich manches und vor allem die sozialen Belange gebessert. Aber im Schnitt ist es doch so, dass die Kleinen weder nennenswerte Rücklagen noch ins Gewicht fallenden Besitz, sondern im Grunde nur ihr eigenes unbedeutendes Leben zu vermarkten haben. Deshalb ist es mir, der ich selber klein bin und zu ihnen gehöre, ein Anliegen, über sie zu schreiben. Ich möchte ihr Chronist sein und aufschreiben, wie ihr Leben verläuft, was ihre Sorgen sind und wie sehr sie Ereignissen unterworfen sind, zu deren Bewältigung ihnen die Kraft fehlt, weil man ihnen schon von Kind an mit Kategorien wie Schicksal, Bestimmung und den Spruch abgefunden hat, dass alles, was Gott tue, wohlgetan sei und einen Sinn habe. Nicht zu vergessen die Aussage der Politiker, dass sowieso alles nur zu ihrem Besten getan würde und eben jeder Lasten zu tragen habe. Und ich schreibe über sie, weil es doch zumindest ein paar Autoren geben muss, die ihr Leben schildern. Ein Leben, das an Wucht und Dramatik dem der normalerweise literaturfähigen sogenannten Helden durchaus entspricht, aber fast nie besungen wird.